Mahlzeit Mallorca. Ja, da bin ich mal wieder. Ein kurzes Video für euch. Ich bin wieder am Kaffee trinken. Ich bin diesmal in Colonia de San Pere. So, das war der letzte Schluck. Ich habe auch schon bezahlt. Ich stehe mal auf. Ich nehme euch mal ein kleines bisschen mit. Wir sind hier in einer Gegend, wo es eigentlich gar nicht so viel Tourismus gibt. Aber die leiden dann besonders hart darunter, weil hier auch wirklich nichts los ist. Also wir sind im Stadtzentrum von Colonia de San Pere. Da gibt es so eine eigentlich schöne Bars, die im Sommer auch gut funktionieren. Und wenn Tourismus da ist, ist da auch was los. Im Moment, ja, sitzen vier Leute da in der Bar. Und ja, von hier aus kann man dann in den Yachthafen gehen oder am Strand spazieren gehen. Naja, im Moment ist es ein bisschen windig. Aber wie ihr seht, auch hier ist nicht so viel los. Ist eigentlich eine schöne Bucht. Man kann nach da drüben auf der anderen Seite, wenn es klar ist, kann man Alcudia sehen. Und kann eigentlich einen entspannten Urlaub machen. Aber auch hier ist, wie gesagt, nicht so viel los. Es ist ja nicht bei 11% oder 10% Hotels, die aufhaben. Und denn solche Orte, es ist eigentlich zum Urlaub machen eigentlich ein Traum. Man hat jetzt wirklich seine Ruhe im Moment. Ne? Man kann schön spazieren gehen und einen schönen Tag erleben. Für den Tourismus ist es natürlich nicht so schön, weil die leben davon. Und klar, wenn jetzt hier keiner ist, kann man kein Geld verdienen. Ja, wer also von euch sich mal auf den Weg machen will oder gerade auf der Insel ist und es richtig schön ruhig haben will, der sollte mal hierher kommen. Ich habe euch ja im letzten Video schon gesagt, da war es regnerisch und stürmisch, dass Colonia de San Pere eigentlich auch ein guter Ort war zum Spielfilme drehen. Also man hat, RTL hat ja hier sein Flammendes Inferno gedreht und ich gehe mal mit euch runter ans Wasser, weil das finde ich hier so besonders spannend. Hier gibt es richtig schöne Sachen. Ich hoffe, es rauscht nicht zu sehr. Ja. Guckt mal dahinter mir, seht ihr das? So kleine Bauten und wir haben hier sogar einen kleinen Strand. Also es ist nicht nur Fels hier in Colonia de San Pere. Und da hinten auf der anderen Seite, da ist der Yachthafen. Da seht ihr die Masten. Also ich gehe mal wieder raus aus dem Wind nach oben und ja, stelle mich mal hier ein bisschen in den Windschutz. Also ich hoffe, wir sehen uns irgendwo beim nächsten Video, heute mal ein bisschen kurz. Wir sehen uns heute Abend beim Kaffeeklatsch, können wir über viele Dinge reden. Und ja, der Bart wächst. Markus hat mich übrigens gestern angerufen und sagte, ja, wir könnten jetzt schon mal ein bisschen Form reinbringen. Passiert die Tage dann. Also, wir sehen uns. Ciao, bis heute Abend.